Beim heutigen ADAC MX Masters Motocross-Rennen im oberbergischen Bielstein kam es zu einem tragischen Unfall. Ein Fahrer kam mit seinem Gefährt während dem Rennen von der Rennstrecke ab und schleuderte ins Publikum. Die Maschine traf hierbei einen 28-jährigen Familienvater, der mit Frau und Kindern an der Rennstrecke stand. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der junge Familienvater an seinen Verletzungen. Weitere drei Personen, darunter auch der Fahrer, wurden schwer verletzt. Das Rennen wurde umgehend abgebrochen und die Veranstaltung wurde geräumt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unglücks. Bei Veranstaltern und Zuschauern sitzt der Schock tief. Eine Vielzahl von Notfallseelsorgern sind im Einsatz.